Heute häkeln wir eine Blüte, eine Schneerose und morgen machen wir dann draus ein Granny Square. Wir beginnen mit einem Fadenring und 5 festen Maschen. Also sieht so ähnlich aus wie eine Schneerose. Eine Schneerose hat 5 Blütenblätter. Unsere hat 6 Blütenblätter. Das passt dann besser mit dem Granny zusammen. So, Fadenring mit 5 festen Maschen. Die Runde schließen mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Und es geht gleich weiter mit 3 Wendeluftmaschen. Und in die gleiche Stelle eine Dreifachbüschelmasche. Also Umschlag, Faden holen, hochziehen, Umschlag, Faden holen, hochziehen, Umschlag, Faden holen, hochziehen. Alle Schlingen auf einmal abmaschen und 3 Luftmaschen. In die nächste und alle folgenden festen Maschen dann jeweils eine Viererbüschelmasche. Diese Blüten kannst du einfach als Dekoration für den Tisch verwenden und später dann zum Beispiel ein Kissen aus Granny Squares oder eine Decke daraus beginnen. Also 6-mal solche Büschelmaschen insgesamt für 6 Blütenblätter. Die Runde endet nach den 3 Luftmaschen mit einer Kettmasche in die Spitze der ersten Büschelmasche. Ich nenne das jetzt einfach Blütenblatt. So, nun darf ich den Anfangsfaden abschneiden, weil ich ihn gleich mitgehäkelt habe. Auch den anderen Faden, wir häkeln nun weiter mit Grün. Also welche Farben du verwendest, ist natürlich dir überlassen. Ich darf hier nicht zu blasse Farben verwenden, weil du sonst nicht siehst, was ich mache. So, eine Kettmasche in den nächsten Luftmaschenbogen und wieder gleich weiter mit 3 Wendeluftmaschen und 2 ganzen Stäbchen. Ich häkle auch hier den Anfangsfaden der Farbe gleich mit. Danach 3 Luftmaschen und in den gleichen Luftmaschenpunkt noch einmal 3 ganze Stäbchen. Und es geht gleich weiter in den nächsten Luftmaschenbogen, wieder 3 ganze Stäbchen. Und 3 Luftmaschen und 3 ganze Stäbchen. Und gleich weiter in den nächsten, also es fehlt noch das dritte Stäbchen und gleich weiter im nächsten Luftmaschenbogen wieder. 3 ganze Stäbchen und 3 Luftmaschen und 3 ganze Stäbchen. Zwei, 3 Luftmaschen und noch einmal 3 ganze Stäbchen in den gleichen Bogen. Und die Runde endet mit einer Kettmasche in die oberste Wendeluftmasche vom Anfang. Ich wechsle wieder die Farbe zu einem helleren Gelb. Also es geht gleich weiter. Ich knüpfe hier an mit einer Kettmasche und gleich in den nächsten Bogen wieder eine Kette, in das nächste Stäbchen und in den nächsten Bogen eine Kettmasche und wieder 3 Wendeluftmaschen
und zwei ganze Stäbchen. Und nochmal das gleiche, also wieder drei Luftmaschen und noch einmal drei ganze Stäbchen in den gleichen Bogen. Jetzt ein bisschen anders. Nun folgt eine Kettmasche in den Zwischenraum zwischen den zweimal drei Stäbchen der vorigen Runde. Also hier einfach eine Kettmasche und eine Luftmasche und weiter in den nächsten Bogen wieder drei ganze Stäbchen. Und drei Luftmaschen. Das Knäuel ärgert mich da ein bisschen, weil da das Garn drinnen hängt und nicht flüssig rauskommt. Natürlich nicht flüssig. Klaglos. So, und nach den 2x3 Stäbchen wieder eine Kettmasche in den Zwischenraum zwischen den 2x3 Stäbchen der vorigen Runde und eine Luftmasche und wieder weiter im nächsten Bogen drei ganze Stäbchen, drei Luftmaschen und drei ganze Stäbchen. Und wieder Kettmasche in den Zwischenraum und so weiter. Die Runde endet. Nach der letzten Kettmasche eine Luftmasche oder gleich eine Kettmasche in die oberste Wendeluftmasche. So, und nun häkle ich noch einmal mit dem dunkleren Gelb, also mit der dunkleren Farbe, feste Maschen, eine Runde fester Maschen. Und zwar in jedes Stäbchen eine feste Masche und in die Ecken jeweils zwei feste Maschen und drei Luftmaschen und zwei feste Maschen. Einmal rundherum. Damit arbeiten wir die Spitzen der Blütenblätter noch ein bisschen mehr aus und betonen sie auch durch die Farbe. Somit ist deine Häkelblüte fertig und morgen machen wir daraus ein Granny Square. Viel Freude damit!